Ja, dann nehmen wir doch einfach den Wagen, wenn der uns schon so ins Blickfeld gerückt wird. 3 Sterne haben wir, nur weil wir als Leiche wieder auferstanden sind, ernsthaft. Wie ist das eigentlich? Kann Michael die auch beim Fahren theoretisch anmachen? Nee, er kann die Fähigkeit nicht beim Fahren anmachen. Okay, dann wäre es ja auch fast ein Franklins, also würde ja keinen Sinn machen. Egal, wir müssen ja eigentlich nur der Polizei entkommen. Das heißt, wir fahren mal hier in eine Nebengasse. Ja gut, Tor. Danke, geh nicht auf. Oder wir fahren da hinten zum Pain Spray. Oder wir verstecken uns einfach kurz hier, mein Gott. Dann verstecken wir uns eben hier. Ernsthaft, der fährt mir hier hinterher. Wie hat der das denn bitte gefunden? Wie hat der das denn bitte gefunden? Was war das denn jetzt? Haben die hier irgendwie so ein Hack eingeschmissen, ja? Wallhack oder was? Das war ja wohl mal wirklich gemein. Kann ich hier durch den Kanal? Ja, naja, kann ich. Oh shit, der Zug fährt hier gerade lang, ja. Kommt natürlich gerade genau passend. So, ich versuche mal zum Pain Spray zu kommen. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft. So, ich wollte eigentlich nichts tunen, ich wollte nur die Farbe ändern quasi, so wie man es früher gemacht hat. Machen wir mal was Unauffälliges. Begib dich zu den Ölbohrtürmen. Sieh da, ich bin den Cops entkommen. Weiß jetzt nicht, ob es am Farbwechsel lag oder einfach so, aber... Ja, rufen wir mal Franklin an. Hey, Mike. Yeah. Yo. Hey, we need to talk. Quick, meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Okay, wir fahren schon mal zu den Ölbohrtürmen und Franklin soll auch dahin kommen. Und jetzt wird Dave wieder angerufen. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Okay, wir müssen uns mit dem Boss von ihm treffen, aber erst einmal müssen wir hier zu den Ölbohrtürmen, um Franklin zu treffen. Ah, er hat einen Anzug an. Schön. Und ich laufe jetzt so rum, so schlampig hier, Mann. Well, exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember, I told you I know people. Feds, who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit. Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. Everything was cool. Problems started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker.
Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides, you know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. The way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Ach, Leute. Gar nicht so einfach. So, überschreiben wir, ja. Totgesagte leben länger. 60% Silber. Ja, der gute Michael hat natürlich jetzt scheiß Probleme. Auf der einen Seite den komischen Mann beim FIB, seine Kontaktperson bei den Bullen, auf der anderen Seite Franklin, mit dem er zu tun hat, dann kommt Trevor zurück und macht ihm Stress. Der arme Kerl hat auf jeden Fall große Probleme. Und jetzt wird die Frage sein, wie das Ganze lösen, ne? Aber er hat auf jeden Fall leider bei dem Todspielen seinen Anzug irgendwie verloren. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall mit ihm dann nochmal umziehen demnächst. Dave Norton schreibt: Hör zu, ich vermute mal, dass du sauer bist wegen des Gefallens, um den ich dich gebeten habe. Ich wünschte, ich müsste dich dann nicht reinziehen, aber mein Boss hat in ein paar alten Fällen rumgeschnüffelt. Ich weiß, wir hatten einen Deal, aber das ist einfach eine neue Abmachung. Ich wünschte, es wäre anders, aber wie gesagt, du hast meinen Schutz verlassen, als du angefangen hast, wieder dein Ding durchzuziehen. Ich habe dir gesagt, dass das ein Problem sein würde. Du hast meinen Rat ignoriert. Ich werde mein Bestes tun, um dich als geschätzten Freund meiner Firma zu schützen. Aber dann darfst du nicht aus der Reihe tanzen, Davy. So, einmal noch die kurzen E-Mails anklicken hier. Und jetzt haben wir mit dem guten Michael auf der Karte mehrere Missionen. Einmal hier oben, das ist das zum FIB und dann oben zu Hause nochmal. Das beim FIB ist natürlich näher jetzt, deswegen würde ich sagen, fahren wir da mal hin. Dann können wir nämlich mit Michael jetzt noch ein bisschen weitermachen, das, was sie gerade angefangen hat, nämlich das Problem mit dem Kontaktmann und oh, da ist eine Gelegenheit. Was hast du für ein Problem? This crazy guy smacking the shit out of his girlfriend. I don't know what to do. I think he's gonna kill her. Ja, wie kann ich dir denn helfen? Ach so. Ja, ich komm schon. She was screaming no and he just kept hitting her. It's just over here. Irgendein Typ verprügelt seine Freundin und will sie umbringen. We got one. Go, go, get in there. You fucking move it. Leute, ihr legt euch nicht mit mir an, oder? Und jetzt? Ich hab die doch alle... Alles gut. Now maybe you'll shut up and listen. Hey, hallo. Oder war das einfach nur der Versuch, mich zu überfallen? Vielleicht hat die mich auch nur hier hingelockt, damit die mich überfallen können. Kann das sein? Hast du das oder hast du es nicht? Stay the fuck down! Na gut, dich lassen wir mal laufen. Du bist ja nur... Na gut, egal. Die Typen sahen auf jeden Fall böse aus, also habe ich sie erschossen. Fertig. Gut. Ist auch egal jetzt. So. Zurück zum Auto.
und weiter zum FIB. Ja, die Wege sind so verdammt weit immer, ne? Man fährt dann doch wirklich relativ lange irgendwo hin. Aber das ist ja jetzt gar nicht so weit von da oben. Das geht ja nur Richtung Innenstadt, Richtung, wie nennt man's? Downtown? Nennt man das so? Jedenfalls da, wo die, ins Zentrum, da wo die Hochhäuser stehen, da geht's jetzt hin. Denn da ist ja das Hauptgebäude von der Agency, also CIA, und vom FIB-Mann, der Davey will sich damit treffen mit seinem Boss, also FBI, CIA. Na gut, bin ich mal gespannt. So, hier haben wir das Gebäude vom IAA. Ah ne, FIB, das ist tatsächlich doch FIB hier. Na gut. Dann ist das das Hauptgebäude. Das oben in den Bergen war gar nicht das Gebäude vom FIB wahrscheinlich, sondern Davey wollte uns dann nur treffen. Das heißt, wir haben FBI und CIA direkt nebeneinander. Ja. Begib dich zu Dave. Ich sehe aus wie der letzte Penner. Ich muss auf jeden Fall meinen Anzug wieder anziehen. Hey, Michael. David. Well, isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry, guys. This burning hunk of love is all mine. Brilliant! Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh! I love it! I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa! Pure magic! They should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So, well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why don't you start with me, genius? You got it, pal. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped-out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. Huh. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. Now run along, kids. See, there you go, Dave. You can teach an old dog new tricks. Let's go. Steig in Daves Auto. Ja, also das war, glaube ich, jetzt der Chef von Dave, also der einer der hohen Tiere. The Bureau owns a lot out in East LS. Covington Supplies off El Rancho. Can you take us there? Yeah, sure. Sounds nice and secluded. Kind of place you'd run an off-the-books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suits you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Ui, 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 der gute Dave fährt aber auch einen dicken BMW, hört mal. Also der lässt es sich gut gehen, alter Schwede. Tell me, Davey, you expense this ride to the taxpayer?
Ja, wahrscheinlich. Von Steuern bezahlt. I need you to make a couple of calls. Get some people on board. First guy is Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him, or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay. Okay, wir sollen Franklin anrufen, also machen wir das. Michael, this ain't the best time. I'm kind of busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. All right, that's cool. I'm in LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that, so we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you, we've got good leverage. Great. And you brought Trevor in. And you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the FIB. You'll need discreet support. We'll maintain control of the situation. Discreet? Control? Yeah, good luck controlling discreet Trevor. Okay, da hatte ich gerade mal wieder ein Standbild. I wonder how controllable and discreet he'll be when he sees the guy who killed me and put Brad in jail. Also das Auto, Leute. So, hier sind wir jedenfalls richtig. Ein Helikopter ist am Start. Keep a low profile. Yeah, I think I will. See you later. Who's that cagey motherfucker, huh? No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you. Hey, T, enough with the faux political bullshit. Franklin. Come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't bailing. Whoa. What, am I detecting some sort of son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right. And we do this, and they help us spring Brad, right? Yeah. We'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. The government gimp at last. Bite me. Let's go. All right, let's do this thing. Okay, ich denke mal, wir werden jetzt als Trevor steuern. Genau, wir können jetzt als Trevor den Heli fliegen. Es geht darum, diesen Typen aus dem CIA-Gebäude zu entführen irgendwie. Und Trevor muss fliegen, Michael muss einbrechen und Franklin soll uns als Scharfschütze Rückendeckung geben. Ich habe jetzt gerade wieder das gesehen, was ich nämlich befürchtet habe. Franklin und Trevor haben sich umgezogen und haben jetzt wieder ihre alten schlampigen Sachen an. Finde ich ein bisschen schade, aber okay, was wollen wir machen? Annoying wife, two kids. Remember them? You get tied down, you can't move anymore. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused, I am. I ain't exactly sure it's gonna be amusing. We'll see. You know, you had me at suicide pact.